Mario Party. Struggling. Dann kommt er schon wieder hin. Der denkt sich auch was. Ich komme aus diesem Auto. Morgen Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Wir befinden uns auf dem Weg. Wohin fahren wir? Luigi's Pizza. Ha? Luigi's Pizza essen. Ah, nice. Schneide ich nur an, bitte. Okay, sorry. Auf jeden Fall fahren wir Luigi's Pizza essen, Freunde. Mit dem Start, the one and only. Lukas G, Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zum weiteren Video von Randy. Und herzlich willkommen in Wien. Und Mario G. Eine Herzensangelegenheit von mir. Seit über einem Jahr möchte ich diese Pizza probieren. Von Luigi höchstpersönlich. Setz dich bereit. Und ich habe mir gedacht, warum nehme ich euch nicht mit? Viel Spaß in diesem Video. Was? Jede Videoaufnahme kostet dich 10 Euro extra. Und die nochmal 10. Die jetzt auch nochmal 10? Ja. Aber du weißt schon, dass er bezahlt. Ja, das ist nicht so, ich bin La Authentico Grinzinger Allee 30, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen einfach rein. Das wird heute ein Pizzafest wahrscheinlich. Herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Luigi. Ich freue mich. Gestern in Wien angekommen und das erste, was wir hier essen. Nach dem Burger King vorne, aber das erste richtige, was wir essen, ist Luigi's Pizza. Bessere gibt's ja nichts. Alpha Pasta 3. Was habe ich eigentlich dabei? Sieht aus wie so ein Informatikstudent. Dankeschön, Monsieur. Ciao. Luigi ist hier? Luigi kaputt. Luigi kaputt? Nein. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Pizzeria geworden. Mhm. Davor war hier so ein fettes. Davor war diese Theke, die ihr im Hintergrund seht, war hier. Man hat die Pizzabäcker nicht richtig gesehen. Jetzt gibt es einen Show. Oh, was? Die ganze Truppe. Die LG-Truppe einmal. Oh, ich muss hier ganz kurz kommen. Ich muss eine Risotto holen. Ganz kurz. Müssen wir kommen oder warten? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Gesehen, das war mein erster Handschlag mit Luigi. Mein Herz klopft ein bisschen, sage ich ehrlich. Das ist eine Legende. Lebende Legende, Freunde. Ich sage euch so, wie es aussieht. Diese Pizza. Der Master himself hat das schon oft genug gezeigt, aber ich muss die probieren, das geht nicht anders. Ja, voll. Schon längst. Jetzt mal zu diesem Restaurant. Du kommst rein, rechts, direkt im Eingangsbereich, siehst du, wie jede einzelne Pizza, die über die Theke geht, einfach frisch gemacht wird. Du kannst alle Zutaten sehen, richtig nice einfach. Dann links schaust du durch eine riesen Glasscheibe, siehst den ganzen Restaurantbereich und vor dir eine schöne Bar, wo sie dir Cocktails, Wein, normale Getränke, alles anbieten. Und ich würde sagen, wir werden heute Luigi's Pizza wirklich nochmal, wir brauchen sie nicht testen, wir brauchen sie auch nicht auf die Probe stellen. Jeder weiß, dass diese Pizza sehr, sehr gut ist, aber trotzdem möchte ich sie heute essen und genießen mit euch zusammen. Und ich lege euch sehr nahe, wenn ihr in Wien seid, müsst ihr herkommen. Aber ich kenne ihn. Warte, die Zeitung oder der Fenster habe ich gesehen. Der Typ, der... Und dieser Pizzaofen da drin, den man von hier schon so sehen kann, nimmt einfach, ich glaube, 6 Quadratmeter alleine ein. Ein Riesenteil mit diesen, wie nennt man diese kleinen Steine da drauf? Ich freue mich jetzt. Wir werden noch ein bisschen Luigi über die Finger schauen, was er so macht. Vielleicht können wir dann auch eine gute Pizza machen irgendwann. Spargelcreme. Spargelzeit. Ist gut. Grüne Spargel. Dankeschön. Geräucherte Mozzarella und Rohschinken dazu. Und eine Spur Parmesan. Weil muss schon abschmecken. Ja, aber super lecker. Wow. Okay.
Wir haben die Ehre, heute Luigi über die Finger zu schauen. Viel Spaß dabei. Ciao ragazzi, willkommen bei L'Authentico bei Gigi. Oggi machen wir eine spezielle Pizza für diese Truppe, wo... Signora, warum lagen Sie? Jetzt haben Sie mich lange gebracht. Facciamo una bella pizza speciale e vediamo per il YouTube di... Randy Gamble. Ok, muss noch einmal für den YouTube-Kanal von Randy Gamble. Von meinem Freund Brandy, wir machen eine spezielle Pizza für seinen Kanal YouTube. Ragazzi, bleibt dabei, er macht auch coole Sachen. Ja, alles gut, du kannst immer nur. Achso, ragazzi, wir machen eine spezielle Pizza. Diese spezielle ist grüne Pizza, weil jetzt ist Spargelzeit und wir machen mit grünem Spargel eine Spur Parmesan. Geheimnis Zutaten ist das. Ich darf nicht sagen, das ist geräucherte Mozzarella, sonst jeder verwendet. Und das ist alles. Eure Augen wird der Rand schön in die Höhe gehen. Ja? Hey, der nette Herr hier ist ja aber. Magier, oder? Zauberer. Was ist passiert? Schau, wie er auf einmal geht. Ich würde sagen, wir haben für die erste Pizza genug gezeigt. Wir ja? sehen uns gleich wieder. Okay, mal ben. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Eieiei. Schade, das muss man essen, sowas. Bro, das ist doch nicht normal, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Du hast mich noch nie war ich so, dass ich gedacht habe, okay, das wird mich nicht überraschen oder flashen, aber das hier ist ja... Wow, Bruder. Ragazzi, besser gibt's ja nicht. Okay, Maestro. Ragazzi, diese Pizza, wir nennen LG Brandy M, Mario. Okay? Okay. Ich empfehle euch ein bisschen schwarze Pfeffer dazu und genießen. Dankeschön. Okay. Wow. Ich warte auf die nächste. Okay, danke. Wow. Was sagt ihr, Leute? Wie, was sagt ihr? Der ist wohl sprachlos, oder? Apropos, der Brandy hat gesagt, warum die Leute schneiden Pizza mit Schere. Heißt nichts, dass wir mit Schere schneiden die Pizza. Wir wollen nur die Struktur zeigen. Wie luftig ist, ja? Weil wenn wir mit einem Schneidemesser machen das, dann zerquetscht man alles und sieht man nichts mehr. Das ist alles. Mhm. Buon appetito, ragazzi. Ich habe schon sehr, sehr gute Pizza gegessen. Aber vom Aussehen her, muss man einfach sagen, kann man anscheinend wirklich noch einen drauflegen. Wow. Brandy ist nicht da. Okay. Mit Abstand die schönste Pizza, die ich je napolitanischer Art gesehen habe, so wie sie da liegt. Dieses, was Mario so gerne sagt, dieses Leopardenmuster on point und dann auch diese grüne Stich, diese Mozzarella-Kugeln, dieser, was ist das für Schinken? Prosciutto. Prosciutto. Guten Appetit, Freunde. Bon Appetit. Saluti. Kann ich jetzt schon mal direkt eins sagen. Noch nie hat mir Spargel in einem Gericht, egal wie man es gemacht hat, so gut geschmeckt wie jetzt gerade. Wow. Spargel-Cremesuppe ist zwar auch sehr lecker,
Aber die ist auch sehr lecker. Ich bin ansonsten nicht immer der Riesenspargel-Fan. Also ich mag manchmal diese, wirklich diesen Spargel so mit Hollandaise-Soße drüber. Das finde ich nice. Aber man kann ihn auch machen, dass er nicht so gut schmeckt. Aber... Boah. Mich haut auch immer wieder dieser Teig einfach von den Socken. Weil der ist einfach so weich und klebrig und... Schau mal. Gatschig. Du musst nicht reißen, nicht. Der ist so smooth einfach. Du beißt durch wie durch Butter. Muss ich nichts mehr zu sagen, oder? Gar nichts. Stark einfach. Einfach. Das schmilzt wirklich im Mund komplett. Und die Spargelcreme ist halt entgegen. Werden jetzt diese Pizza genießen, essen die auf. Und dann, wirklich zum ersten Mal, ich habe noch nie so Pizza gemacht, probiere ich mal selber. Schauen wir mal, ob ich es kann. Ein paar Sekunden später. Muss ich Ärmel kurz haben? Na, aber es geht um die, wenn dir ist heiß. Nee, mir ist nicht heiß. Ich liebe die Inquadrature von Mario, weil nimmt meine ganze Nase. Okay, wir nehmen uns jetzt ein Kugelchen. Kugelchen? Ja, so wie der Brandy gesagt hat. Hände waschen bitte. Genau, dann. Dankeschön. Okay. Hallo, okay. Zuerst muss man immer die Witze abrunden. Du kannst auch so machen. Einfach bisschen Mehl. Ja, Mehl. Keine Sorge. Genau. Ja. Mehl braucht man, dass die ganze Feuchtigkeit, siehst du? Ja, verschwindet. Weggeht, weil sonst klebt auf den Tisch. Okay, okay. Jetzt wir sind unten drin. Drin. Guck mal, jetzt vorne in der Mitte, ja. Nichts mit der Spitze, ja. Sonst mit, wie heißt das? Fingerkuppe. Genau, das. Einfach das Luft am Rand drücken. Ah, okay, nach vorne. Ja, nach vorne. Okay, stopp, bist am Rand, dann drehst du. Okay, und gleiches Spiel. Genau dasselbe. Ja, und jetzt nimmst du von der Seite, sonst wird oval. Ja, und dasselbe. Und dann umgekehrt noch einmal. Und wenn du siehst, dass sie groß genug ist, haben wir schon den Rand gebaut und die Pizza ist schon fast groß. Und jetzt? Okay. Meine sieht zwar immer noch aus wie ein Viereck bisschen. Ja, ist okay. Ich helfe dir. Okay, jetzt. Wow. Wir nehmen die Pizza. Genau, schau. Perfetto. Okay. Der Rand fehlt ein bisschen, gell? Ist okay, wir bauen immer den Rand. Da geht sowieso in die Höhe. Mhm. Diese Rand musst du schießen und nichts in die Höhe lassen. Jetzt nimmst du eine schöne Löffel Tomaten. In der Mitte. Genau. Und jetzt einfach so wie eine Spirale die Tomate überall verteilen. Genau, du machst sehr gut. Bravo. Perfekt. Bravo. Wer hat die gesehen? Ey? Jetzt nimmst du ein bisschen Parmesan. Nicht zu viel. So. Ein bisschen mehr, kannst du schon locker. Genau. Und überall streuen. Perfekt. So. 3-4 Blätter Basilikum. Oben. So. Brutal. Ein Nummer 6 mit Olivenöl machen. Von in der Mitte nach draußen. So. Okay, das ist ein 120. Nochmal, oder? Nein, ist okay. Okay. Und jetzt nimmst du eine gute Hand Mozzarella und verstreust du alles auf die Pizza. Okay. Überall. Perfetto. Super, du kannst schon. Perfekt. Es ist noch nicht die beste, aber es ist nicht schlecht. Ja. Okay. Du haltest für die Schaufel? Runter, ja. Jetzt rein. Ja. Rein und mit Schwung. So, tack. Okay. Tack. Bye. Okay, ich will mich komplett. Und jetzt einmal trockenen Schnitt. Hey, das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Ich wollte das immer machen. Naja, jetzt hast du geschafft. Dankeschön. Bist du? Erstes Mal habe ich in meinem Leben so Pizza gemacht. Kuss geht raus an Luigi natürlich. Danke. Und ja, jetzt werden wir gleich probieren. Will ich noch ein bisschen. Randy. Brandy. No. Jetzt heißt es, aber ja, eigentlich. Okay. Ja. R-A-N-D-Y.
Brandy. Na, Brandy, schau. Brandy. Passt doch die Farbe. Ja, genau. Schau, obwohl du den Rand hast zerquetscht, ja? Ist trotzdem aufgegangen. Wie gesagt, musst du schießen, diese Rand. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Teig so lange ruht. Dann geht der leichter auf. Genau. Ne? Ist okay. Sehr viel Luft drin. Ne? Könnt mal gerne unten in die Kommentare schreiben, von 1 bis 10, was sagt ihr? Der erste schwarze Pizza, es gibt sicher schon welche, aber. Hast du gehört, als ich das mit Schwarz gesagt habe, hör auf das zu sagen, es gibt genügend. Habe ich die Pizza besser gemacht als Lukas? Knapp wie Lukas. Knapp aber wie Lukas. Eine Spur, ich würde dir 9,5 geben und Lukas 10. Ja, doch mehr Übung. Okay. Naja. Ragazzi, das ist die selbstgemachte Pizza Margherita von Brandy. Dankeschön. Pizzaiolo Brandy. Höchstpersönlich. Darf ich essen, oder? Probiert's, ja. Ich werde jetzt meine eigene Pizza nicht bewerten. Alles gut? Später das probieren. Okay. Das ist meine Risotto spannend. Kann er auch jetzt probieren? Ja. Luigi macht's spannend. Wir kommen gleich zur Pizza, aber vorher einmal ins Risotto rein. Risotto ist auch sowas Geiles. Mhm. Ich glaube, das ist das Risotto. Spargelrisotto. Wir wissen. Eine Minute länger noch, oder? Der Reis, ja. Der Reis eine Minute, aber der Geschmack. Wow. Und das ist ja falsche Reis. Ah. Diese Langkornreis. Okay. Da sind wir wieder. Spürbarer Unterschied? Du hast gerade schon. Ist trotzdem gut. Geschmack kann ja nicht falsch sein. Ja, Geschmack ist auf jeden Fall trocken. Der Teig ist ein bisschen fest, aber vielleicht weiß auch nicht länger lag jetzt. Ja. Letzten Worte. Besser gibt's ja nichts. Kuss geht raus an dich. Dankeschön. Ich danke euch, ragazzi. Immer gerne. Der erste Pizza in meinem eigenen Biss. Der erste Biss in meine eigene Pizza, Freunde. Ja. Pizza ist gut, natürlich hatte nur damit zu tun, ob der Teig perfekt wird. Wenn du richtig den Sauerstoff oder die Luft, die sich im Teig sammelt, an den Rand drückst, kriegst du halt noch einen schöneren Rand, der jetzt hier nicht 100% war, aber ansonsten geschmacklich habe ich das eh nicht in der Hand gehabt. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und schreibt etwas. Ach, da. Schreibt etwas. Danke fürs Einschalten. Kuss geht natürlich raus an den Chef, Luigi. Kuss geht raus an Lukas. Kuss geht raus an Mario. Checkt allen deren Seiten ab. Ist alles unten verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war Daniel. Meine absolute Lieblingsnachspeise auf der ganzen Welt, Nummer 1, Tiramisu. Bruder, was geht ab? Willst du mich verarschen, Mann? Du bist ja geisteskrank. Lukas kennt diese Rezepte. Sie selber gemacht, oder was? Junge, bist du.